Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Melanie Göderiken und wie du ganz offensichtlich siehst, bin ich heute nicht alleine. Und zwar ist Simone Streif heute mit dabei. Wir führen dich heute so ein bisschen in die Rauhnächte ein. Wir möchten heute ein vorbereitendes Video auf die Rauhnächte machen. Und dafür habe ich mir eben Unterstützung von Simone geholt. Sie ist Ritualleiterin. Und mit ihr gemeinsam mache ich den Audiokurs zu den Rauhnächten. Dazu gleich aber auch noch ein bisschen mehr. Ja, was erwartest du heute in dem Video? Wir werden dir so ein bisschen erklären, was die Rauhnächte überhaupt sind, wann die Rauhnächte anfangen, was so das Besondere, das Magische an den Rauhnächten ist und welche Bräuche, Traditionen es gibt, beziehungsweise wie du für dich die Rauhnächte begehen kannst, also diese ganz besondere Zeit für dich nutzen kannst. Ja, und ich, erstmal Simone, ich bin total happy, dass wir das zusammen machen. Das ist richtig schön. Wir haben uns einen total schönen Platz hier im Wald gesucht und wir steigen einfach jetzt direkt mal ein, beziehungsweise ich habe es gerade schon erwähnt, Simone und ich, wir haben einen ganz tollen Audiokurs zu den Rauhnächten erstellt. Den haben wir letztes Jahr schon rausgebracht, war ein totaler Erfolg, es war richtig, richtig schön. Und dieses Jahr wieder, wenn dich das interessiert und du gemeinsam mit jemandem durch die Rauhnächte gehen möchtest, beziehungsweise dir eine Begleitung durch die Rauhnächte wünschst, dann schau doch auf jeden Fall mal hier unter das Video. In der Beschreibung findest du den Link zu dem Kurs, da findest du alle weiteren Informationen. Okay, jetzt aber, jetzt geht's los. Was sind die Rauhnächte überhaupt? Ich glaube, die Rauhnächte, die sind so in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, mega populär geworden. Ich glaube, mittlerweile hat jeder schon mal was davon zumindest gehört. Aber was ist das überhaupt? Also ganz de facto, Simone, was sind die Rauhnächte? Magst du das mal erklären? Ja, also die Rauhnächte, das ist so ein Resultat, wenn man das Sonnenjahr von dem Mondjahr abzieht. Das ist die Differenz dieser Tage. Und als wir im 16. Jahrhundert irgendwann, wurde der gregorianische Kalender eingeführt, der eben, wie wir alle wissen, 365 Tage haben. Und dann sind quasi 11 Tage verloren gegangen. Genau, 11 Tage, 12 Nächte. Ja. Und die Zeit, da haben die Menschen gespürt, das ist eine ganz besondere Zeit. Und seither werden diese Rauhnächte als Zeit des Übergangs gefeiert, um sich auf das Kommende, auf den Neubeginn, auf das neue Jahr vorzubereiten. Ja, daher kommt übrigens auch das Sprichwort zwischen den Jahren. Es ist wirklich zwischen den Jahren, ja, eben zwischen dem alten Mondkalender und dem Sonnenkalender. Ich finde das irgendwie ganz schön, an der Stelle mal kurz zu erwähnen. Und wann werden die Rauhnächte jetzt genau gefeiert? Da gibt es nämlich so verschiedene Traditionen. Die eine Tradition besagt, dass die Rauhnächte schon mit dem 21. oder beziehungsweise mit der Wintersonnenwende beginnen. Beziehungsweise es gibt wiederum andere Traditionen, die besagen, dass die erste Rauhnacht vom 24. auf den 25. begangen wird und die letzte Rauhnacht dann vom 5. auf den 6. Januar begangen wird. Was ich jetzt auch noch ganz spannend finden würde, ist die Frage, was bedeutet eigentlich Rauhnacht? Da kannst du uns ein bisschen was zu sagen, ne? Ja, so ganz geklärt ist es tatsächlich nicht. Es gibt mehrere Bedeutungen und die stelle ich dir jetzt hier gerne vor. Zum einen wird es auf das Wort Ruch zurückgeleitet und das bedeutet so viel wie wild, pelzig oder haarig. Dann gibt es noch die Ableitung zu dem Wort räuchern, weil in dieser Zeit sehr viel geräuchert wird. Also man nutzt die Rauhnächte dazu, an mehreren Tagen, manchmal auch an sehr speziellen Tagen, wo es wirklich ja fast ein Gebot ist zu räuchern, ne? Aber generell wird das eben praktiziert, rituell praktiziert, dass mit dem Rauch, dass man bestimmte Wildkräuter, gesammelte, getrocknete Wildkräuter langsam verglühen lässt, durch das Haus zieht, damit mit dem Rauch, der aufsteigt, die alten Energien, vielleicht auch ungute Energien, ungute Kräfte mit dem Rauch aus dem Haus, aus der Wohnung rausgetragen werden. Da hast du eigentlich schon eine schöne Überleitung gemacht und zwar
haben wir ja auch gesagt, es geht so ein bisschen, wir wollen so ein bisschen auch was über die alten Bräuche erzählen. Das ist jetzt zum Beispiel einer der alten Bräuche. Man hat auch gesagt, dass zu dieser Zeit die Spinnräder stillstehen sollten. Es durfte nicht mehr gearbeitet werden. Es war wirklich eine Zeit, wo man sich komplett zur Ruhe zurückgezogen hat, ja. Man hat eben nicht mehr gearbeitet, man durfte keine Wäsche mehr aufhängen, man hat, es gibt da diesen Aberglaube, dass wenn man eben zwischen den Tagen an den Rauhnächten Wäsche aufhängt, dass sich da dann die bösen Geister verfangen, die man sich dann mit ins Haus holt. Also es gibt da jede Menge so alte Mythen. Und was es auch gibt, und das ist noch ein sehr lebendiger Brauch, das sind die sogenannten Perchtenläufe, die im Alpengebiet Österreich, Schweiz tatsächlich noch gefeiert werden. Und das sind Umzüge, wo die Menschen sich verkleiden, so schrecklich schaurige Masken aufziehen. Die Perchtenmaske, die hat sogar zwei Seiten, einmal so eine ganz liebliche Seite und eine ganz schreckliche Seite. Sie symbolisiert die Totengöttin und ja, die Percht zieht eben mit dem wilden Gefolge über das Land und man hat eben da drumherum gibt es eben ganz viele Bräuche, um auch diese wilde Jagd, diese sogenannte wilde Jagd zu besänftigen. Es gibt aber, wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Bräuche, Mythen und es gibt so aus unserer Sicht, ja, wir sehen das sehr undogmatisch, aus unserer Sicht gibt es jetzt nicht das eine, wie man es eben richtig macht und wir wollen dir jetzt einfach mal so ein paar Ideen, Inspirationen mitgeben für dich, wie du für dich zu Hause die Rauhnächte begehen kannst. Denn die Rauhnächte sind schon irgendwie so eine ganz besondere Zeit, selbst wenn man nicht daran glaubt, irgendwie, dass die Anderswelt näher ist oder so. Aber diese Zeit, die lädt einfach total dazu ein, einfach mal innezuhalten, sich wirklich Zeit für sich selber zu nehmen, einfach sich mal dieses Geschenk zu machen, ganz, ganz viel Ablenkung auszuschalten, auszublenden und sich einfach mal auf sich selbst zu konzentrieren. Ja? Und da möchten wir dir einfach mal so ein paar Inspirationen, ein paar Ideen mitgeben. Simone, magst du mal anfangen, was so eine Idee sein könnte? Was ganz beliebt war bis heute noch, das sind Orakel, wir kennen das. Zum Beispiel das Bleigießen hat bis vor kurzem noch überlegt, wo man dann anhand der Formation rauslesen konnte, was das neue Jahr mit sich bringt. Und das ging natürlich sehr detaillierter. Es gab viele verschiedene Orakelspiele. Besonders beliebt waren früher auch Aussagen oder Hinweise darüber, ob man heiraten wird und welche Person man vielleicht auch heiraten würde. Man hat versucht zu deuten, ob man mit Fruchtbarkeit, mit Gesundheit gesegnet sein wird oder ob vielleicht sogar Krankheit oder der Tod eines nahestehenden Familienmitglieds droht. Ja, und das Orakeln, das können wir natürlich auch super gut jetzt heutzutage noch machen. Ne? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Orakelkarten sind total beliebt. Es gibt Runenorakel. Also es gibt, vielleicht hast du da deine eigene Art und Weise. Es gibt da auch so schöne, ja, gerade so schöne kleine Ideen für die Rauhnächte, die haben wir unter anderem natürlich bei uns im Audiokurs mit eingebracht. Das ist auf jeden Fall, was du total schön in den Rauhnächten machen kannst. So eine zweite Inspiration, die wir dir super gerne mitgeben möchten, ist, dass in der Zeit, dass es wirklich so eine Zeit ist, wo du innekehren kannst, wo du einfach mal für dich Tagebuch schreibst und so ganz bewusst auf vielleicht auf oder offen bist für Botschaften aus der Natur beispielsweise. Es wird auch nachgesagt, dass man in den Rauhnächten viel intensivere Träume hat. Vielleicht magst du da eben auch einfach mal darauf achten und das Tagebuch auch direkt neben deinem Bett liegen haben, damit du solch einen Traum direkt aufschreiben kannst, weil wir kennen das. Wir wachen auf und dann ist der Traum noch total präsent und 10 Minuten später ist schon die Hälfte wieder vergessen. Und am Tag drauf alles. Also das ist ja noch eine ganz schöne Art und Weise, einfach mal offen zu sein, offen nach draußen zu gehen, sowieso überhaupt viel draußen in der Natur unterwegs zu sein und offen für das zu sein, was du vielleicht empfangen magst, für dein Leben, für dein,
für deinen Weg. Ja, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit zu räuchern. Da hast du ja gerade auch schon einiges zu gesagt. Ja, genau. Und je nachdem, was man dann verräuchert, dann hat man eben hat man verschiedene Qualitäten, die man zu sich nach Hause einlädt. Ne? Also da gibt es ja stark reinigende Kräfte, Wirkkräfte. Es gibt, das kannst du wahrscheinlich noch besser sagen. Ja, es gibt, man kann halt, es gibt spezielle Räucherungen. Es ist halt so, vor dem Jahreswechsel ist so das, die Thematik in den Rauhnächten loszulassen, ja? Abschied zu nehmen vom alten Jahr. Und da kann man natürlich schöne Reinigungsräucherungen zum Beispiel machen. Dann, wenn das neue Jahr begonnen hat, dann geht es darum, sich auf das neue Jahr auszurichten und natürlich all das, was man in sein Leben haben möchte, neu einzuladen. Und da kann man natürlich irgendwie spezielle Räucherungen machen, also Räucherungen, die den neuen Weg beispielsweise unterstützen. Ja? Also da gibt es so ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, wir hoffen, wir konnten dir so einen schönen Überblick über die Rauhnächte verschaffen. Vielleicht hast du jetzt auch die ein oder andere Idee, wie du für dich die Rauhnächte begehen kannst. Nochmal von unserer Seite natürlich eine ganz, ganz herzliche Einladung, die Rauhnächte mit uns zu begehen, mit dem Audiokurs durch die Rauhnächte. Und Simone, magst du noch mal ganz kurz ein bisschen was dazu erzählen, wenn die Leute da irgendwie Lust drauf haben? Ja, sehr gerne. Also wir haben zuallererst haben wir das Audioformat gewählt, weil wir glauben, dass es einfach in der Zeit sehr unterstützend ist, wenn wir möglichst wenig am Bildschirm verbringen, sondern den Blick nach innen richten und wirklich so dieses Leise, das Ausklingende und dann das zaghaft Neue, das eben langsam dann beginnt, dass wir das wahrnehmen können. Und das Audioformat, du machst dann die Kopfhörer rein und bekommst unsere Inspiration quasi ins Ohr geflüstert und wir schlagen dir für jede Rauhnacht, schlagen wir dir einen Impuls vor, wir schlagen dir Rituale vor. Es wird Übungen geben, die besonders für die jeweilige Rauhnacht eben passt, weil jede Rauhnacht hat eine bestimmte Qualität, die sie mit sich bringt. Und wir führen dich damit einfach durch und laden dich ein, das so für dich umzusetzen und zu gestalten, wie es eben für dich passt. Wenn du ganz frei hast, ne, dann kannst du da vielleicht auch ein paar Stunden investieren. Ansonsten reicht es auch ein paar Minuten, dich damit zu verbinden, kurz nach innen zu gehen und einfach so diese Qualität von Pause tief in dich aufzunehmen. Ja. Wie gesagt, den Link zu der Seite findest du hier in der Beschreibung. Wenn dich das interessiert, dann schau super gerne mal vorbei. Und ja, ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank, Simone, dass wir das heute zusammen gemacht haben. Und vielen Dank auch an dich, dass du wieder mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du uns einen Daumen oben lässt und ja, hoffentlich auch bis zur nächsten Woche. Hab einen ganz schönen Tag. Alles Liebe dir.